Der Kulturnachmittag. Mit Themen aus Bildung, Popkultur und Medien in den kommenden anderthalb Stunden. Heute mit Isabel Klein. Schön, dass Sie dabei sind. In der kommenden halben Stunde nehmen wir uns zunächst die Bildungsthemen in den Fokus. Wie geht es weiter mit den Schulen in Zeiten von Corona? Diese Frage interessiert nicht nur Millionen Schülerinnen, Schüler und Eltern, sondern auch natürlich die Lehrkräfte, vor allen Dingen die Risikogruppen unter ihnen, die Älteren. Über ihre Situation sprechen wir gleich und wir schauen uns an, wann und wie die Schulöffnung denkbar wäre. Außerdem Matrizenrechnung leicht gemacht, wie ein YouTube-Kanal Abiturientinnen und Abiturienten bei der Vorbereitung auf die Prüfung helfen will. Deutschlandfunk, der Kulturnachmittag, gerade mit dem Schwerpunkt Bildung. Vor wenigen Minuten haben wir schon über die Situation der Lehrerinnen und Lehrer während der Corona-Krise geblickt. Nun schauen wir mal auf die Schülerinnen und Schüler. Besonders getroffen hatte die Maßnahmen die Abiturientinnen. Schulen wurden vor dem letzten Schultag geschlossen und Prüfungen waren lange ungewiss. Jetzt sind sie größtenteils verschoben. Die Corona-Maßnahmen bedeuteten daher zu Hause lernen und zwar allein für viele ein echtes Problem. Eine Mathematikerin aus Münster hat sich gedacht, Abiturienten müssen Unterstützung haben und dafür hat sie dann selbst gesorgt über YouTube. Nicole Albers hat sich angeschaut, was dahinter steckt. Hi und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 11. Ich bin Magda. Und die Abi-Altklausur des Tages ist eine wunderschöne Klausur zum Thema E-Funktion aus dem Jahr 2015, LK-Version. Und die wollen wir jetzt zusammen durchrechnen. Magda Meierhofer ist 29 und eins kann sie richtig gut, Mathe. Das hat sie studiert, unterrichtet das und gibt auch Nachhilfe, unter anderem für Abiturienten. Und ich weiß, dass viele Abiturienten gerade ziemlich zappeln, weil die sich halt aufs Abi vorbereiten müssen, aber nicht mehr die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, wie sie das sonst so hatten, und Fragen zu stellen. Im Internet gibt's einiges an hilfreichen Videos, zum Beispiel vom Mathematiker Daniel Jung, der bei YouTube viele mathematische Probleme verständlich erklärt. Er macht das auch super, aber er rechnet halt nicht ganze Abi-Klausuren am Stück durch und genau das brauchen die Abiturienten jetzt eigentlich. Und genau das macht die Münsteranerin. Zu Hause hat sie eigens dafür vor 2 Wochen ein Zimmer zu einem kleinen virtuellen Studio eingerichtet. Die Technik besteht aus iPad, Smartphone, Laptop und Mikro und sie sitzt auf einem Barhocker vor einer grünen Leinwand. 1 bis 1,5 Stunden dauern ihre Filme und in jedem rechnet sie auf dem iPad eine komplette Klausur durch. Und dann sitze ich halt auf dem Barhocker in meinen eigenen Mathe-Notizen, was irgendwie schon absurd ist, aber total witzig. Ich kann dann auch so rüber zeigen und sagen, hier, da, das ist die Ableitung. Möglich ist das durch das Programm Zoom. Datenschutzrechtlich nicht ganz unbedenklich, das weiß die Mathematikerin. Allerdings überwiegen für sie derzeit die Vorteile. Stell dich mal hin mit einem Handy und WhatsApp und erklär irgendwelche Formeln. Du hast ja nicht mal die Möglichkeit, ein richtiges Hoch 2 da einzutippen. Mittlerweile hat ihr Kanal über 350 Abonnenten, zum Beispiel auch die Abiturientinnen Anna und Merit. Sie sind mittlerweile täglicher Gast der Seite. Man kann während des Videos einfach zu Hause am Schreibtisch mitrechnen. Wenn man sich die Klausuraufgabe auch vielleicht vorher noch ausgedruckt hat, kann man da drin auch noch was markieren. Das ist super praktisch. Und da auch fast jeden Tag ein Vlog online kommt, kann man so wirklich täglich was für sein Mathe-Abitur tun und bleibt auf jeden Fall im Stoff drin. Auch jetzt über die Osterferien. Ich hatte mir generell vorgenommen, auch die Klausuren durchzurechnen. Und so ein YouTube-Video finde ich dann irgendwie schöner als einfach nur das, was im Internet immer steht. Und wenn man halt mal was nicht versteht, kann man ja auch immer wieder zurückspulen, bis man es versteht und hat halt auch irgendwie noch mal eine bessere Erklärung. Deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr gut und hilfreich, ja. Fragen können außerdem gestellt werden als Kommentar oder Mail. Und in der Regel antwortet Magda darauf relativ zügig. Ganz schön aufwendig das Ganze und dennoch kostenlos. Ich bekomme halt nichts dafür. Ich habe aber so einen PayPal-Spenden-Button auf der Website eingerichtet, weil ich schon, ehrlich gesagt, so 5-6 Stunden am Tag da rein investiere, bis ich so ein Video aufgenommen habe, alles vernünftig erklärt habe, manche Szenen vielleicht auch normal aufgenommen habe, damit es so schön ist, wie ich es auch haben will. Und dann muss das Ganze
geschnitten und hochgeladen werden. Das dauert halt schon seine Zeit. So ganz neu ist ihr diese Arbeit nicht, denn Magda Meierhofer hat vor einem Jahr eine Radweltreise gemacht und dafür eine Internetseite erstellt. Dabei hat sie sich das technische Know-how drauf geschafft. Und im Grunde haben ihre Reiseerfahrungen auch den Impuls geliefert zu ihrem großen und kostenlosen Engagement, jetzt für die Abiturienten. Da wurde mir sehr viel geholfen unterwegs und so kann ich ein bisschen was zurückgeben von dem, was mir an Hilfsbereitschaft entgegengebracht wurde. Aber klar, wem das gut hilft und wer sagt, boah Mensch, Magda, das machst du toll, danke, der kann mir halt auch eine Spende per PayPal schicken. Zumindest ein bisschen Aufwandsentschädigung, das fände sie super. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum Thema ganz rationale Funktionen. Ciao und bis morgen. Mit YouTube zum Mathe-Abi. Nicole Albers hat sich das Angebot einer Mathematikerin aus Münster angeschaut.